Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittelerde 2, The Age of the Ring Mod. Wir haben uns letztes Mal auf den Kaadras gestürzt und wurden von Saruman aufgehalten. Und in dieser Folge müssen wir zu Moria reisen, weil Frodo beschlossen hat, wir gehen durch Moria. Die Frage ist, was wird uns erwarten? Was wird passieren auf dem Weg zu Moria? Weil das ist jetzt ja eigentlich auch nicht der spannendste Weg, ne? Und da ich nicht wusste, was genau noch alles in diesem... Alter, ich habe mich gerade erschreckt, Junge. What the fuck? Be on guard, there will be more wolves hunting on the hills. Ach, ihr seid solche Ärsche. Ach, Legolas, ich hab dir deinen Bogen nicht wiedergegeben, ne? Ja, bitte, bring die mal weg von da. Ach, schön, dass alle leveln, das ist super. Jetzt kann ich mir rein theoretisch schon wieder was freischalten. Das ist ein Cache of Resources. Summons a ruined outpost that can be garnished. Stunts Enemy Units, Slow Heals, Allied Units. Oh. Wäre natürlich auch alles nicht schlecht, aber ich glaube, wir lassen es mal. Und solange wir es nicht unbedingt brauchen, ich wüsste nicht mal, wo lang wir jetzt müssen. Oh, da sind schon mehr Wölfe. Heieiei, sind da. Oh, von hinten! Von hinten! Das ist gemein. Aber sie haben wenigstens, sind wenigstens nicht so stark. Bedeutet, sie sind eigentlich nur so eine Ablenkung, dass du nicht die Hobbits aus dem Auge verlierst und dich wirklich um die Gemeinschaft sozusagen kümmerst. Alter! What? Wie viel kommen da immer wieder? Ich will doch die Karte erforschen. Die kommen aus dem Nirgendwo. Oder ist da so ein... Das ist geil. Es taugt mir gerade voll. Die kommen voll oft. Oh, Gandalf ist schon Level 3. Oh. Merry hat auch ein bisschen was abbekommen. Gandalf, ich glaube, es ist für Zeit für einen schönen Blitzschlag. Komm. Machst du fertig. Oh, der brennt. Okay. Ich hoffe, ich nehme den richtigen Pfad. Das ist schon mal die nächste Sache hier, ne? Die Karten sind ja riesig. Ich wüsste doch nicht mal, wo hier Moria ist, bitteschön. Jetzt kommen die von hinten schon wieder. Ah, ging schnell. Oh, die ging irgendwie. Kommt doch sicher jetzt wieder. Wo sind sie denn? Das sind ganze... What? Nein, Sam! Die freien Völker. Ah! Nicht schon wieder! Och Mann! Ey! Die Hobbits sind schrecklich! Oh Mann, die sterben mir dauernd ab, die Dinge! Mann! So, warte mal, Safe Game 7 war es, glaube ich. Load. Alter! Ich wusste, ich habe Morbid vergessen. Aber warum rennen die? Ich muss die auf Passiv stellen oder Defensiv.
Irgendwas muss ich mit denen machen. Die sind zu schrecklich dafür. Das, jedes Mal wieder. So, okay, Leute. Gib mir erstmal hier Frodo. Du gehst auf defensiv. Sam, du vor allem auf defensiv. Ah, Merry und Pippin, ihr beide auch auf defensiv. Und ich würde euch allen lieber die Steinchen in die Hand geben. Weil dann könnt ihr von der Ferne verteidigen. Und ich glaube, Legolas lasse ich in einem nahen Kampfangriff. Also, da oben war ja echt nicht feierlich. Oh! So, jetzt kommen eh gleich die ersten. Oder? Jo, hier kamen die ersten. Okay, vielleicht sind die Damen mit Schwert doch besser dran, weil die greifen nicht an. Dann geben wir aber Legolas den Bogen wieder. Dann kann er da oben angreifen. Und ich bin mir diesmal ziemlich sicher, dass ich eindeutig nicht den Blitzschatten da vorne verwende, weil dahinter kommt ja was Interessanteres. Ich habe gedacht, da kommt nichts Spannendes. Weißt du, ich dachte, das geht jetzt so weiter, bis wir am Tor sind. Dann kommt halt der Wächter. Aber das habe ich jetzt nicht erwartet, dass uns eine Horde. So eine ganze Armee auf einmal angreift, das war eher unerwartet. An mir kommt keiner vorbei. Mach deinen letzten Atemzug. Ich weiß auch nie, ob ich die Helden aggressiv stellen soll. Bloß dann laufen die mir zu weit, ne? Dann gehen die mir viel zu weit weg von dem ganzen Trupp. Und das wäre viel zu unangenehm. Und das schon wieder. Also Gandalf, du musst nicht jedes Mal dein Feuer, den Schildzauber zaubern. Aber ich finde es ja schön, dass du es kannst. Sammeln. Von hinten, von hinten, von hinten. Genau, da habe ich vorhin mit Gandalf einen schönen Blitzschlag veranstaltet und es war gleich der falsche Weg. Varg Was wir rein theoretisch auch machen können, ist, bevor wir auf diese Lichtung kommen, alle Hobbits unsichtbar. Ich glaube, davor kam noch ein Angriff, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Gandalf, was machst du da? Gandalf, komm zurück. Gandalf ist zu hoch motiviert für diese Scheiße. So. So, die sind unsichtbar. Oder ich hoffe, dass die jetzt unsichtbar sind. Ansonsten habe ich echt scheiße gebaut. Unsichtbar. Die waren doch nicht unsichtbar. Scheiße, die können nicht mehr. Jetzt, komm, Gandalf. Jetzt bist du dran. Aragorn macht Heilzauber. Alter.
Ah, jetzt habe ich auch den Bonus für Kill All Box of Cybrillion erhalten. Guide the Fellow Towards the Mind of Moria. Aber ja, wo sind denn die? Denk mal, dass die hier oben sind. Also muss doch relativ nah an den Berg ran, also immer höher. Oder bin ich da jetzt vollkommen lost in meinem Hirn? What if it's a trap? Ist das richtig? Scheint nicht so, aber es war der richtige Weg, glaube ich. Irgendwie. Ja, da gibt es noch eine Abkürzung. What if it's a trap? Yes, 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 yes. So. Alter, das gibt's doch gar nicht. Und dann verliere ich jetzt wieder, oder? Da geht's auch den Berg rauf. Irgendwo muss doch hier die verdammten... die Minen sein. Oder sind die jetzt hier unten? Ich weiß nicht, wie die Karte gedreht ist. Ich denke immer nach oben ist die Mission. Das ist aber gleich nie immer richtig... Das ist auch jetzt das Ende der Karte. Hä? Dann hier lang, oder? Plus 100 Damage, plus 100 Armor. Wow. Sam, du haust rein, you. Aber ich glaube, die können sich irgendwie nicht mehr leveln. Gandalf ist die ganze Zeit schon auf Level 3, obwohl er richtig battelt. Gimli kann steigern, Aragorn kann steigern. Oder ich habe irgendwas übersehen. Das kann auch sein. Das kann es natürlich auch sein. Okay. Sie fangen... Also die Raben macht den Unsichtbarkeitszauber weg. Da ist dieses Teil. Okay, wir sind jetzt richtig. Ist ja auch anders nicht schneller gegangen. Bedeutet, wir speichern jetzt einmal schnell. Einmal schnell speichern tut nicht weh. Weil ich hab die böse Vermutung bei diesem Mod, was ich richtig geil finde, dass wir gegen das Seemonster kämpfen müssen. Und ich weiß, wie sowas bei mir endet. Meistens beim Neuversuch. Es ist so peinlich, ich habe fast jeden Scheiß bis jetzt von nochmal machen müssen. Und wir spielen noch nicht mal auf hart, so dass ich mir wenigstens erklären könnte. Ja, wir spielen ja auf hart, da ist es natürlich verständlich, dass man oft wieder so, ne? Ne, ich spiele auf fucking easy oder medium. What? Also, da oben könnte was sein, oder? Könnte da oben so ein Geschenkspunkt sein? Ne, ist nicht schade. Schade. Ich habe echt die Vermutung, dass wir gegen das Great Beast... Oh Gott, nein! Du, die, Alter, diese Wasserlacke. Ich kenne die Szene aus dem Film und die mag ich nicht. Das ist eine der unangenehmsten Sachen, die es aus dem Film gibt. Diese Szene, wo sie an diesem See sind und du weißt, da kommt was Böses raus. Aber sie benehmen sich so, als ob nichts wäre. Ich finde es geil, wie gut sie den nachgebaut haben. Auch die Szenenstelle hier mit dem Baum. Im Spiel bist du ja dann direkt in, also fängst du gleich sogar in den Minen direkt an. Das ist ja die erste Mission, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. So, okay, jetzt sind sie da. Oh. Why doesn't that surprise me?
Das Tor leuchtet. It reads, the doors of Durin, Lord of Moria. Speak, friend, and enter. Mellom. Mellom. Mach auf die Tür. Mellom. Das ist sauer. What are you going to do then? Knock your head against these books that have been took, and if that does not shatter them, and I am allowed a little peace from foolish questions, I will try to find the opening words. Oh nee, ich wusste es. Dieses gemeine Spiel. Mellom. Guck mal, da geht's rein. Oh. Did you hear that? Ich wusste es. Er hat's gerade eingesetzt. Gandalf. Ne, alle. Außer du. 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 Und du. Weg da. Weg da. Kann das wenigstens machen? Ja, kann er. Mach das fertig. Geht besser als erwartet. Ja, hat funktioniert. Gott sei Dank. Besser als erwartet. Into the mines. Okay, da gehen die Türen nur zu. War's das jetzt? War jetzt das diese Anfangsmission? Ja, es war sie. Gott, die war lang. Boah, fuck. Die sind also... Respekt. Sind echt heftige Sachen. Ich würde sagen, aber wir folgen in der nächsten Folge. Geht's dann weiter. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.